Liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem Juni-Taroskop. Schauen wir uns an, wie sich der Juni 2024 gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig, worauf ist zu achten, was aber eventuell auch am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos. In der Infobox, drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Fische. Fokus, halte den Fokus aufrecht. Tunnelblick, dein Ziel wird erreicht. Schneller als gedacht. Stolpersteine, die bemerkst du gar nicht. Sofern du den Fokus aufrecht hältst. Geh heraus aus der mentalen Gedankentretmühle. Gebe das, was du aufgeben möchtest, nicht auf. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt ausschlaggebend. Schauen wir uns dann später im Detail an, worum es geht, was nicht aufgegeben werden sollte. Noch nicht zumindest. Aufregung. Vieles kommt ans Tageslicht. Zwei Themenkarten haben wir schon. Ja, halte den Fokus aufrecht. Das ist ganz, ganz wichtig. Lasse dich unterweisen. Lasse dich lehren. Dein Geistführer tritt vehement ins Rampenlicht. Bitte höre auf die Inputs. Das große Ganze. Gut möglich auch, lieber Fisch, dass du in die Position kommst, zu lehren, zu unterweisen. Schreiben ausschlaggebend. So, vier Themenkarten. Vogelschwärme, Stare. Ich glaube, lieber Fisch, mit der Lehre, dem Unterweisen. Es geht darum, etwas zu Papier zu bringen. Es geht gut möglich um ein Diktat. Es geht gut möglich um Inspiration, selbstverständlich. Und um die Spiritualität. Du bringst etwas auf den Punkt, du darfst etwas erkennen. Bei den weiblichen Fischen geht es sehr um das innere Bauchgefühl. Die männlichen Fische dagegen gehen
Aha, Sie sagen, Sie gehen auf Beutezug. Lieber Fisch, das Mysterium Leben, das Mysterium dieser Welt. Ich denke, du wirst sehr viele Antworten bekommen, sofern du bereit bist, dich transportieren zu lassen. Du eine offene Mentalität hast, du für das offen bist, was zu dir kommen möchte. Eine Wahrsagung, eine Prophezeiung, von der du irgendwann mal was gehört hast, gut möglich schon 7 Jahre zurück, wird wahr. Beziehungsweise du erinnerst dich an sie zurück und beschäftigst dich damit. Oder sie sagen, weil ich höre das Wort Celeste, vielleicht sind es die Prophezeiungen von Celestine, dass du dich damit auseinandersetzt, beziehungsweise sie irgendeine große Rolle spielen werden. Ein Feuerball, ein energetischer Feuerball. Du erhebst dich von einer Situation, die ist wie ein Feuerball. Also ich merke schon, Sie sprechen wieder heute sehr in Rätseln, doch wir werden sicherlich im Verlauf dieses Readings für dich für den Juni die Rätsel etwas lüften können, auf dass sie für uns alle besser verständlich werden. Im Detail mit dem Tarot. Schauen wir uns die Hauptenergie an, lieber Fisch, die dich begleiten wird im Juni. Unter welchem Thema steht der Juni? Das Licht, die Weisheit. Der Rückzug, Heilung. Der 9. Juni wird für dich sehr, sehr ausschlaggebend. Am 9. Juni solltest du genau hinschauen, wie sich dein Tag präsentiert, was sich eventuell wiederholt, welche Inputs kommen, welche Informationen dir zugetragen werden. Schau genau hin. Manch einer wird sein Telefon gegen die Wand schleudern wollen. Manch einem fällt es runter. Hoffentlich nicht ins Wasser. Am 9. Juni gut möglich, dass eine Jungfrau dich kontaktieren wird. Fragen über Fragen. Es hört sich jetzt sehr an, doch sie sagen, im Juni bist du bewusst auf dem Weg der Erleuchtung, deiner Erleuchtung, was bedeutet, du machst bewusst Schritte, die deiner Bewusstseinserweiterung dienen. Manch einer kann, wie gesagt, sich lehren lassen, unterweisen lassen oder andere lehren. Es geht nicht um belehren. Es geht um sich neues Wissen anzueignen. Doch gut möglich, dass du dieses eigene Wissen aus dir heraus kreierst, indem du very self-centered bist und sie sagen, das Vertrauen in dich kommt zurück, in dich selbst. Du bist im Juni
auch sehr gefragt, lieber Fisch, wenn es um deinen Ratschlag geht, wenn es darum geht, dass andere Menschen dir sagen möchten, wie sehr du oder nein, besser gesagt, welche Rolle du in ihrem Leben eingenommen hast bis jetzt und dabei bist einzunehmen. Im Juni kannst du das Gefühl haben, das Zentrum der Welt zu sein. Du hast den Weitblick. Bitte nutze die Gunst der Stunde, denn du kannst dir mit diesem Weitblick, der dir dazu teil wird, sehr viel aneignen bzw. auch sehr viel ersparen. Und da kommen wir dann wieder zurück auf die ersten Worte, die vielen. Die Stolpersteine siehst du gar nicht. Das bedeutet, du stolperst nicht, weil du den Fokus hochhältst. Ja, da haben wir dich schon. Eine Gegenüberstellung mit einem weiblichen Luftzeichen. Wassermann, Zwilling, Waage. Gut möglich, dass dieses dir etwas mitteilen möchte, einen Ratschlag braucht, aber auch gut möglich, dass du auf eben dieses Luftzeichen zugehst. Es ist eine Gegenüberstellung, es ist keine Auseinandersetzung im Sinne, dass man diskutiert und gar streitet. Nein, es ist, man setzt sich miteinander auseinander. Auch gut möglich, dass manche, die sich in Trennung befinden, vielleicht von einem Luftzeichen, etwas ganz Gewisses überdenken. Doch ich denke, unterm Strich gesehen, für dich persönlich, lieber Fisch, liebe Fische, ist es, dass du sehr, sehr viel über dich selbst erkennen darfst, verstehen lernen darfst. Du erlangst Wissen und dieses Wissen weißt du ganz geschickt anzuwenden. Mit geschickt anzuwenden bedeutet ganz einfach nichts hineininterpretieren, dass du es integrierst und es für dich anwendest. Bedeutet, du kannst mit diesem Wissen dir selbst helfen und anderen. Wir machen weiter im Extended, gehen weiter ins Detail und schauen, was denn da mit gemeint war, das, was du aufgeben wolltest. Bis gleich, wir freuen uns auf dich, lieber Fisch. Ciao!